Natürlich. Was denkt er denn von mir? So, Labor abgeschlossen, lol. Krass, Mann, gell? Das Glück ist mit, deswegen, das besteht um meine These, das Glück ist mit den Dummen. Halt deine Schnauze, Zombie, du stirbst gleich. Veganer Zombies, Pflanzenmüll. Pflanzen sind eigentlich gut, aber Zombies sind scheiße. Benutzen. Oh yeah. Fehler. Was jetzt? Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Oh, wirklich. Wirklich. Es stand aber in dem Brief auch drinnen, in der Notiz stand da drinnen, dass es gekühlt werden muss. Fuck. Okay, Map. Irgendwo war so eine Steuerung, so eine Kacke. So eine Kühlungs... das ist natürlich unten, ne? Scheiße. Und da ist alles voll Zombies. Waisenhaus, Labor. Ah, da will er mal... Ich will immer rechte Maustaste drücken. Weil ich so gewöhnt bin, die Karte zu verschieben mit der rechten Maustaste. Und macht aber nicht. In dem Fall muss ich immer gedrückt halten. Oh, Aufenthaltsraum, da war eine grüne Pflanze, die habe ich übersehen. Wobei uns eine grüne Pflanze eigentlich überhaupt nichts nützt. Wir haben, glaube ich, obwohl wir können sein, dass wir eine rote noch eingelagert haben. Und da sind ja die Zombies noch nicht aufgestanden. Wir können uns die holen. Wir müssen hier hin zum Tieftemperatur-Testlabor. Wir haben den Dings. Ich würde sagen, wir gehen kurz zurück, speichern nochmal ganz kurz. Dass wir jetzt unseren Fortschritt nicht kaputt machen. Dummerweise müssen wir uns eine Farbband mal gönnen. Wir müssen eh bald dann Schluss machen. Gegen 20 Uhr wechseln wir auf Dead Island. Dead Island. Ja. Im Koop mit der Mutti. Dem Hilde und der Schulle. Also Lucy. Und da die Geschichte vorantreiben. Obwohl ich jetzt gerade echt Bock auf Resident Evil habe. Vielleicht mache ich dann auch noch ein bisschen weiter. Weiß ich nicht. So, wir haben nachgeladen, das ist gut. Oh, oh. Das ist alles von der Munitionsverschwendung. Ich renne da jetzt durch. So, Tür ist auf. Das war eine Sequenz, ich erinnere mich. Puh. So, haben wir das schon mal geschafft. Sehr gut. Da kann man jetzt schon mal ein bisschen was weglegen wieder, denke ich mal. Haben wir irgendwas weglegen könnten? Hier, die ist eh abgenutzt. Die kann weg. Sehr gut. Das lassen wir hier. Die Knarre ist ganz klar. Behalten wir alle. Bisschen Munition. Sehr gut. Alles nur vom Feinsten hier. So, Farbband. Hat man natürlich noch das Zeug einsammeln können. Machen wir dann noch. Sobald wir das Area geklärt haben, machen wir das. So, ein Farbband benutzen. Klärgrube. Zähler 2, Zähler 5, Zähler 18. Achso. Keine Daten. Neu gespeichert natürlich. So. Farbband weg. Und jetzt kann da eigentlich schon mal gar nichts passieren. Jetzt holen wir uns die grüne Pflanze. Hier, wir holen uns die. Ja, gucken wir mal, ob jetzt eine rote Pflanze hier drin ist. Nee. Ich habe nur blaues Kraut. Blau und grün ist gegen Vergiftung. Wirkt als Gegengriff, ja. Das nützt uns eigentlich nichts, aber wir holen uns die grüne Pflanze. Oh, ist noch ein Kampfmesser. Na, das nehmen wir mit. Wir haben die Elektroschockkanone, die war eigentlich geil, weil damit konnten wir die dann noch, konnten wir die nach noch, dann noch mal richtig schocken. Das ist quasi richtig ein Schock für die Zombies. Dann sind die richtig, richtig am Boden zerstört, au. Haha, voll der Wortwitz. Umbrella, ey, Spasten. So, dann, und dann gehen wir da runter jetzt. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können uns, wenn das wirklich ein Licker war, ich weiß es nicht, beim Rumdrehen, ich habe es nicht gesehen beim Sterben, ob es ein Licker war. Licker wäre natürlich brandgut, Licker ist anfällig gegen Hitze. Wer weiß es nicht, in Realität sind die auch anfällig gegen Hitze. So, auf jetzt, da, das ist weiter. Bäh. Muss einen schönen Screenshot machen davon. Das sieht gut aus, fällt mir. Das kann Thumbnail werden. Oh Gott. Wir damit schon wieder viel zu lange hier rum, ehrlich gesagt. Aber ich. Also hier auf dem Kanal gibt es nicht durchrushen. Da gibt es bestimmt Playthroughs oder Game-Throughs oder hier Turnshoes gibt es bestimmt hier von dem Spiel. Aber das haben wir hier. Das gibt's hier nicht auf dem Kanal. Hier oder auf dem Sender, bei Twitch.
Hier gibt's entspanntes Spielen und Failen. Und Schrott. Okay, cool, wir haben es da vorbeigeschlichen. Man kann doch nicht jeden Zombie töten im Endeffekt. Du schaffst es nicht, jeden Zombie umzubringen. Nehmen wir die Granate mit. Vielleicht kann ich was ausrichten damit. Kann ich die auf die 3 nicht legen? Wie kann man die Granaten werfen? Ah, ist schon wieder so lange her. Steuerung. Tastaturbelegung, Granate. Munition wechseln, Waffe. Laufen, Pause, zurück, zurück. Es muss zurück. War ich neulich im Dönerladen? Können wir noch so quatschen? Wir können mal ein bisschen quatschen nebenbei. Eigentlich, ich war neulich im Dönerladen, dachte ich, komme mal einen Döner. So, ich gehe ja, mache ja ein bisschen Sport nebenbei so und dann ab und zu mal brauchst du ein bisschen Kohlenhydrate auch, gell, für Sport und so. Und dann sage ich so, ich nehme 2 Döner und dann sagt der Mensch zu mir, ich kann ja keinen Döner machen. Und ich so, ich dachte, na gut, Fleisch hängt da alles, ganz krass, warum kann der keinen Döner machen jetzt? Ich kann ja nur einen leckeren Döner machen, sagt er zu mir. Und dann sag ich, okay, dann nehme ich, tschüss. Das fand ich ja lustig, den Tag, das ist gut. So, aber ich weiß immer nicht, wie man Granaten wirft. Reiter wechseln, Kategorie wechseln, Menü, Seite hoch, Zoom, drücksetzen, keine Ahnung. Wie war denn das mit der Granate? Wer sich über die Granate wirft. Alles klar, jetzt weiß ich wieder. Ja, ich hab's auf Nebenhand gelegt. Okay, vielleicht könnte ich, wenn das wirklich ein Dicker... Oh, hallo. Das ist natürlich gut. Das ist die, oh, hier. Oh, nur so ein lila Kraut. Das ist auch nur lila da drüben. Gut, dann runter. Wir holen uns das grüne Kraut. Wir können jetzt natürlich das Zeug gegen Gegengift anfertigen. Das hält auch ein bisschen. Das wäre jetzt eine Notlösung, würde ich sagen. Nur, dass ich mal wieder hochgeheilt bin. Ich krieg ja recht, ich bin die ganze Zeit nur auf Warnung. Ja, komm, wir machen das. Hol das grüne Kraut und stell Gegengift her und dann nehmen wir das. Wir sind zwar nicht vergiftet, aber ich denke mal, das ist okay. Das heilt auch ein bisschen. Und das wird vielleicht reichen, um wieder normal zu sein. Auch normal zu laufen. Da ist die Pflanze. Da ist das Corpus Delicti. Da gehe ich mal hin. Hier kommt der Licker vorhin raus. Gehen wir auf die 1. Space Knarre. So, Inventar. Kombinieren. Und benutzen. Ja, das hat ja mal gar nicht. Ich dachte ich zumindest. Das hat mir natürlich gar nichts gebracht. Jetzt haben wir das grüne Kraut verschwendet und den Dings. Eigentlich müsste ich neu laden. Aber. So. Dieses Labor, das Tiefenlabor war hier. Ich müsste jetzt quasi straight durchrennen, links in die Tür rein. Und hoffen, dass die Tür offen ist. Hier geht's nochmal hoch und runter. Hier ist noch eine Treppe. Hier geht's auch nochmal durch. Wenn es wirklich ein Licker war, haben wir ein Problem. Na dann, go. Wir haben ja gespeichert. Oh shit. Oh shit. Nein! Nein! Ja! Nimm! So viele brauchst du, mein Schatz! 2! Geht die Tür! Ja! Fuck! Mensch, es stirbt! Alter, wie viel Munition der frisst. Unglaublich. Okay, es war ein Licker. Oh, wir sind alles angespannt. Ich schwitze wie ein Schwein hier. Junge, Junge. Kacke. Aber gut. Aber wir haben es geschafft irgendwie. Irgendwie haben wir es geschafft, aus der Situation rauszukommen. Mit der Blendgranate. Gut, dass ich die eingepackt habe. Da, an sowas hatte ich nicht gedacht mit der Blendgranate. Aber wenn es nur einer gewesen wäre, hätte ich versucht, den zu töten jetzt. Mit dem Elektroschocker und dem Granatwerfer. Hätte vielleicht geklappt. Problematisch ist aber, dass die uns quasi wahrscheinlich bei... Ah! Spaste. Das gibt's doch nicht. 10 Schuss.
Resident Evil 2 und 3 und 1, da tun die Zombies natürlich auch keinen Loot droppen. Wie bei 5 und 6. Man gewinnt ja schnell dran an dieses Action-Let's Play, sag ich mal. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist ein Witz, was sind das für Zombies? Alter, sind die alle auf Crystal oder was? Fuck. Aber so haben wir das grüne Kraut wieder. Das finde ich gut. Wir sammeln aber das andere nicht ein jetzt. Wir haben gespeichert eben. Okay. Ja. Sehr gut. Ich würde das auch wieder so machen. Wenn Licker kommen, wir strafen straight durch. Ja, Mann. Verstauen. Ja. Geil. Sehr gut. Machen das jetzt. Wir rennen ja schnell durch. Blinkt da irgendwas? Nee. Halbes Stündchen haben wir noch, dann müssen wir auf Resident Evil wechseln. Auf Dead Island vielleicht auch eine Stunde noch. Mal sehen, wie lange die anderen brauchen. Also, komm, wir warten, bis alle so weit sind. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. So. Sehr gut. Lassen den Zombie, wenn es geht, links liegen. Wenn nicht, stun ich ihn und dann renne ich vorbei. Oh nein. Muss da eigentlich gehen. Nein! Nein, 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 nein. Ich hab vergessen, das Messer rauszunehmen. Die Frage, die ich mir immer stelle, stellen sich andere auch immer so dumm an wie ich? Das ist doch die Frage, die sich mir stellt. Das Messer nehmen wir mit, das verstauen wir. Junge, Junge. Also Schusslichkeiten hier immer nur. Wobei ich eben an dem vorbeigekommen bin, aber ich war eben schnell hier noch wahrscheinlich. Ich wollte mein Messer jetzt nicht dem geben, ehrlich gesagt. Ich will mein Messer behalten. Scheiß dreckiges Arschloch. Ja. So geht's. Ich hab nicht vor, mich mit dem rumzubalgen da. Das nehmen wir nochmal mit. Das hat gut geklappt. Und dann tun wir es natürlich wieder ausrüsten. Jetzt haben wir es auf der Nebenhand. Ja. Scheiße, dass da zwei Licker drin rumrennen. Ey. Boah, das finde ich aber auch echt gemein, Alter. Hast du ja eh schon nix. Das müsste eigentlich das Spiel merken und müsste sagen, okay, weil es Dave ist, schalte ich mal einen Gang runter. Jetzt brauchen wir keine Licker. Leg dir mal ein bisschen Munition hin. Vielleicht noch ein Heilspray drauf. Bei Resident Evil 5 war es so, dass du so einen kleinen Shop gehabt hattest, wo du ein bisschen Heilspray und Munition konntest du nicht kaufen, aber Heilspray, Waffen. Das fand ich eigentlich geil. Ehrlich gesagt. Das hat mir sehr Spaß gemacht bei Resident Evil 5. Da war ich auch ein bisschen schade, dass es vorbei ist. Da war ich ein bisschen fast traurig, möchte ich sagen. Aber irgendwann ist nun mal ein Spiel zu Ende. Wir haben knapp 20 Stunden gebraucht für Resident Evil 5. Das ist natürlich sehr viel weniger als hier. Hier brauchst du wahrscheinlich viel länger. Allerdings die Hälfte der Zeit sterbe ich ja nur, denke ich mal. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich schalte mal kurz in den Übersehen-Modus. Ne, nur die Pflanze scheinbar. Und das hier, da kommt, brauchen wir die Batterie oder was? Die den Strom einschaltet. Das wird dafür, dazu müssen wir aber auf jeden Fall, weil wir in das Tiefentestlabor müssen, aber dazu müssen wir auf jeden Fall die Licker töten. Tja. That is a problem. So, wir rennen jetzt straight durch. Was wir mit dem Zombie im Treppenhaus machen, null Plan. Go! Nein!